Nein! Meine Kräfte! Meine schönen neuen Kräfte! Was? Was mache ich denn hier? Ah ne, das... Sag ich ja. Erst spreche ich ihn normal und dann spreche ich ihn wieder anders. Was mache ich denn hier? Und wer seid ihr? Was tut ihr hier? Ihr sucht nach deiner schimmernden Frucht, sagt ihr? Ja, natürlich. Ich habe diese Frucht gegessen und danach erinnere ich mich noch kaum an etwas. Ich erinnere mich nur noch an dieses schreckliche Gefühl, die Kontrolle zu verlieren. Ihr sagt, ihr hättet eine monströse Form angenommen. Ich hätte eine monströse Form angenommen und wollte meine Schäfchen mittels Tunerei und Terror führen. Und ihr habt mich davon vor dieser verzerrten Ausgabe meiner selbst gerettet? Ich verstehe. Aber ich muss jetzt zurück zur Abtei. Viele verlorene Seelen dort bedürften meine Führung. Schau doch mal, eine verflippte Früge. Und ich dachte, dieser vertrottelte alte Abt hätte sie aufgegessen. Du hast endlich eine Frücke aufgetrieben. Ich freue mich ja wie eine Schneekönigin für dich, aber wenn man sieht, dass so ein Ding aus einem scharfsfrommen alten Schäblichen wie dem abmachen kann, dann... Aber wir können es ja eh nicht ändern, was? Gehen wir zurück zur Abtei und gucken uns die Berufungswechsel mal an. Was mich aber ein bisschen enttäuscht, ist, dass wir nun Lavaklumpen bekommen haben und nichts irgendwie was überkrasses, so wie zum Beispiel bei den Schwarzen Ritter. Da haben wir eine Ausrüstungsgegenstand bekommen. Hier? Letzter Zeit haben wir nur Alchemie-Sachen bekommen. Ganz ehrlich, das ist mir ein bisschen zu wenig. Naja, was soll ich machen? Das Spiel ist halt so. Ich kann das ja jetzt nicht eben schnell umschreiben oder so. Gut, wir haben den... Ja, den Typen gefunden. Was passiert denn hier jetzt? Bist du jetzt ein Dienstmädchen? Der Ehrenwert der Schüler von Großmeister Hasuzu, selbst Meister Prüske Li, hat sich meiner angenommen. Meister Li ist zu gütig. Er nahm mich auf, als ich kein Zuhause und keine Familie mehr hatte. Und seitdem darf ich bei ihm bleiben. Dies ist eine Geste eines besonders großzügigen Mannes. Aha! Du hast eine Quest. Eine Frechheit ist das, sich ohne viele Jahre härteste Ausbildung einfach eine Kampfkünstlerin zu nennen. Ihm einen Schüler vorzustellen, der noch nicht mal Stufe 15 erreicht hat, wäre gegenüber dem Großmeister respektlos. So, ich muss mit einem Kampfkunst Stufe 15 werden. Als Teil eurer gewählten Berufen erlernt ihr neue Fertigkeiten. Der Allmächtigste segnet jene, die sich ganz ihre Sache verschrieben. Ach so, mit Kampfkunst. Willkommen in der Alsnor-Abteil der heiligen Stadt des Neubeginns. Die Kinder des Allmächtigen, die ihre Berufung ändern möchten, begeben sich bitte zum anderen Ende der Abtei. Dies ist der Ort, den all jene Gläubigen aufsuchen, die ihre Berufung zu ändern wünschen. Willkommen in der Alles-Neu-Abtei. Hier ist auch eine Quest.
Das heilige Rittertum der Schwertmagier. Die Zaubermagier elementarer Wunder. Die Faszination der Kraft. Die elegante und geschickte Beseitigung der Gegner. Die Berufung der Gesegneten. Ihr habt wohl das Wesen der Schönheit verstanden. Wollt ihr also dem heiligen Bund der Schwertmagier beitreten? Ich sag einfach mal ja. Eine wahrhaft weise Entscheidung. Mein Name ist Flatulentius. Gibt's noch einen besseren Namen für dich oder noch einen schwierigen Namen? Und mir obliegt es, euch einige Prüfungen zu unterziehen. Schwertmagier müssen lernen, die Mächte von Mutter Natur zu nutzen und eins zu werden mit der Kraft. Anführungszeichen. Sprecht einen Zauberbann aus, bevor ihr zwei Metallschleimer besiegt und versteht die Reinheit der Kampfweise. Aber wisst, wer den Zauberbann wirkt, muss auch den finalen Schlag landen, der das Monster tötet, sonst zählt es nicht. Der Zauberbann bündelt die Macht von Mutter Natur und die euch umgibt. Nun, nehmt ihr die Herausforderung an. 109. Moment, ich guck mir das mal an. Was muss man da machen? Das ist die 100. Alter, 109. Die 109 hätte ich gerne. Hier, 109. Besiege zwei Metallschleime unter den Einfluss von Zauberbann-Talent des Zauberers. Metallschleim findet ihr an den. So wie an. Ach, dann kann ich die Schwert. Okay. Boah, ist das schwer. Ist das schwer? Ist das wirklich schwer? Na egal. Dann haben wir zumindest die Quest. Und die werde ich irgendwann erfüllen. Elementar-Training. Alter Falter, Falter. Krass. So, ist er jetzt da? Ja. Bist du jetzt den ganzen Dienstmädchen? Gleich als der Abtei wieder da war, habe ich ihm erzählt, dass ich unbedingt Dienstmädchen werden will. Aber der Hornochse will mir den Gefallen nicht tun. Ich hätte mir denken können, ich kann erst Dienstmädchen werden, wenn mich jemand als solches anstellt. Das wäre extrem komisch. Warte mal, du wolltest irgendwas werden, ne? Schon gehört. Der Abt ist wieder da. Hat wohl einfach bloß in einem irgendeinem Turm ein bisschen trainiert. Viel Wind um nix. Und ihr? Wollt ihr auch eure Berufung ändern? Nicht wahr? Oder nicht? Oder was? Jau, aber was habt ihr denn so für eine Berufung? Was? Ihr seid eine Bardin? Ist wohl ein bisschen anstrengend, die ganze Singerei, nicht? Nicht? Das wäre nichts für mich. Ja, ich bin eine Bardin. Komischerweise habe ich keine Harfe. Ich verstehe das hier nicht. Aber, wir gucken uns gleich noch weiter um. Wir werden jetzt mal mit dem hier reden. Ich grüße euch und möchte mich erneut bedanken, dass ihr mich aus der misslichen Lage im Fort Bildung befreit habt. Ich frage mich wirklich, was im Namen des Allmächtigen in dieser Frucht gesteckt haben mag. Ich wollte doch nur einen Weg finden, meine Gemeinde besser zu führen. Diese Frucht hatte außergewöhnliche Kräfte, doch ich konnte sie nicht kontrollieren. Sie haben mich überwältigt. Göttliche Sterbliche sollten solche Früchte niemals verspeisen. Wenn ihr mich nicht aufgehalten hättet, dann hätte ich womöglich die Welt der Sterblichen vollständig vernichtet.
Ich stehe in eurer Schuld und hoffe, dass meine Kräfte euch auf eurer Reisen helfen können. Als Abt der Alles Neue Abtei ist es meiner Pflicht, den Leuten zu neuen Berufungen zu verhelfen und ihren Horizont zu erweitern. Was hast du denn? Als ich in diese mysteriöse Form annahm, konnte ich die Angst in meiner Gemeinde spüren. Ich weiß nicht, welche Ereignisse sich draußen in der Welt zusammenbrauen. Aber solange die Leute hier in der Alles-Neu-Abtei ihre Berufung ändern möchten, habe ich einen klaren Auftrag. Also, trefft eure Entscheidung und ich werde euch auf euren Weg, neuen Weg begleiten. Ihr befindet euch auf dem Gelände der Alles-Neu-Abtei, von dem Ort, den verehrte Schafe aufsuchen, um ihre Berufung zu ändern. Möchtet ihr oder jemand aus der Gruppe die Berufung ändern, mein Kind? Wer von euch? Donia. Was haben wir denn? Das war's. Ich habe Krieger, Priester, Zauberer, Kampfkünstler, Dieb und Bade. Stufe 20. Stufe 1. Was will ich denn werden? Vielleicht Zaubererin? Brauche ich ja. Kampfkünstler muss ich aufhören. Ach du Himmel, ey. Was nehme ich denn? Was nehme ich denn? Ich nehme Mr. Rappel in der Kiste. Einen von den beiden will ich nehmen. Wir haben zwar einen Zauberer und Kampfkünstler haben wir auch. Ich werde Kampfkünstlerin jetzt erstmal und möchte Fächer benutzen. Ich entscheide mich für den Kampfkünstlerpfad. Verlerne ich jetzt alles? Ich habe schon mal eine ganze Der hat mich ausgezogen, die Sau! Ich bin doch kleines Kind! Pädophil. habe ich jetzt alles verloren? Ich bin Stufe 1 wieder. Ich kann Teleport. Aha, Bade, Kampfkünstler. Keine Zaubern gelernt. Geschmeidigkeit. Jetzt bin ich Stufe 1. Was ist das für eine Kacke jetzt? Scheiße. Agil in der Krise. Berufungsstufen. Ich muss erstmal Level 15 werden, damit ich diese Quest annehmen kann. Ausrüsten, Doronia. Ja, dann rüsten wir uns mal aus. Ja, erstmal die Clown. Sieht aber auch geil aus. Soll ich Clown? Nee, ich will aber Fächer. Ich bin eine Frau. So, jetzt trage ich mal den geilen Schleimhut. Obwohl. Nee. Ich trage doch keinen Schleimhut. Abwehr. Wir machen jetzt Geschick. Ich glaube, das passt eher dazu. Auswahlchance. Und auf Pumps laufen, ne? Ja, genau. Abwehr.
Das nehmen wir und wir gehen jetzt erstmal voll auf Abwehr. Ich kann keine Schilder tragen. Das ist aber nicht so schlimm. Jetzt bin ich Catwoman. Oh, jetzt habe ich es verraten. Okay. Jetzt bin ich Level 1. Ja, geil. Gibt es jetzt nur die? Berufung. Es ist die Frage, Default. Er ist Priester. Also jeder kann... Ich denke mal, ihr werdet mich informieren, was ich hier so machen muss. Ich muss jetzt wieder von vorne anfangen. Ich muss mal schauen. Habe ich jetzt überhaupt noch Fähigkeiten oder wie jetzt? Also hier habe ich jetzt mal Teleportation. So, gibt es hier irgendwo noch was weiteres? Du hast keine Quest. Du hast auch keine Quest. Nein. Hier ist ein Toter. Aber der Tote hat eine Quest. Nein, 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 nein. Herrje, was soll ich nur machen? Ich muss da draußen doch irgendeinen Baden geben, der mindestens Stufe 15 erreicht hat. Willst du mich verarschen? Ich war gerade Bade. Jetzt nö, nö. Nö. Mach ich später. Merke ich mir, hierhin. Ach, guck mal, hier ist der kleine Knirps. So, erstmal übernachten. Ach, sie hat eine Dingens. Die Leute erzählen, dass die Feen ihrer Träume wann immer einen Zauberer schuffen und hören. Hat die jetzt gerade eine Quest gehabt? Habe ich das gerade richtig gesehen? Ich habe für einen kurzen Moment habe ich was Blaues gesehen. Tatsache. Okay, ich brauche Zauberer 15, Bade muss ich, habe ich, und Kampfkürze habe ich. Okay, mein Gott, ich habe hier viel zu tun. Ich habe hier viel zu tun. Ich werde jetzt erstmal aufschlitzen. Alles. Ja, und jetzt, wie geht's weiter? Das war's jetzt. Habe ich hier irgendwas falsch gemacht? Es muss jetzt irgendwie weitergehen. Ich glaube, jetzt müssen wir über Lappkausen. Also eher Stufe 15. Du standest vorhin nicht hier. Moin! Ich bin Ut Lappkausen. Habt ihr wohl noch nicht vorgehört? Ist ja auch nur ein kleines Dörp am Meer. Ich hab gesehen, wie da was ins Wasser gestürzt ist. So was Glitzerendes wie ein Stern oder so. Das war für mich das Zeichen, meine Berufen zu ändern. Okay, auf geht's nach Lappkauzen. Also Leviathan haben wir ja schon erledigt. Nein, ich laufe. Weil ich muss trainieren. Oh Mann, oh Mann. Hoffentlich sterbe ich jetzt nicht. Nicht auf mich, nicht auf mich. Boah, 10 Schaden. Meine Güte, habe ich sehr viel Schaden gemacht. Ich bekomme nur 8 Erfahrungspunkte. Eskaliert sich. Keine Magie. Nee. Gnadenlos. Keine Magie. Wunden heilen. Kämpfen. Ach, jetzt wollte ich nachgucken. Was ich. Was.
was mir alles geblieben ist. Das Kais Knirsch und alles ist jetzt weg, ne? Yeah, Stufe 2!